Die Biennale von Venedig ist seit über 120 Jahren eine der wohl wichtigsten Kunstveranstaltungen der Welt. Gegründet 1895, brachte sie verschiedene Länder hier zusammen, die ihre Künstler jeweils präsentieren, und sie zieht mehr als eine halbe Million Besucher im Jahr an. Die 59. Internationale Biennale von Venedig findet von April bis November statt, und sie wurde dieses Mal kuratiert von der Italienerin Cecilia Alemani. Und Alemani hat bravourös ihre Aufgabe gemeistert. Sie hat spannende, neue Positionen gezeigt. Sie hat sehr stark auf Frauen gesetzt und auf Kunst, die sozusagen kontinentübergreifend ist. Die 59. Internationale Biennale von Venedig wird heuer stattfinden, von April bis November, und wurde kuratiert von der italienischen Kuratorin Cecilia Alemani. Alemani hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Es sind wunderbare Positionen hier zu sehen. Sie hat viel Neues gebracht, sehr starke Frauen aus eigentlich allen Kontinenten hier zusammengebracht und eigentlich aufgezeigt, was Kunst kann. Und zwar dann unter dem Titel Die Milch der Träume. Und die Kunst, die wir hier sehen können, verführt uns, lässt uns wieder träumen, zeigt uns Möglichkeitsräume auf, wie das Musil einmal gemacht hat. Also kurzum, eine wunderbare, sehenswerte Biennale. Du bist ja der Galerist von Ashley Hans Scheil. Und wie ist es, wenn man Künstler auf die Biennale bringt? Wie das ist, wie sich das anfühlt. Wie fühlt man sich da, genau. Ja. Und immer, was bedeutet das, auch für den Künstler? Das ist diese Frage nach dem Fußballspiel, ne? Wenn man dann immer den Fußballer fragt, wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie das Tor geschossen haben? Also zunächst glaube ich, dass es ein Riesentor ist, das wir hier geschossen haben. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Art Jahrhunderttor. Und es ist ein Tor, und es ist ein Beitrag, der vor allem für die jetzige Zeit genau der richtige ist. Da ist die Biennale-Einladung erfolgt. Wie war das? Große Freude. Ja? Ja? Großartig. Ja. Hast du nicht damit gerechnet? Also ich würde sagen, so, ich hatte es gehofft, ja, und ich habe selbstverständlich daran geglaubt. Ja. Euphorische Panik. Es ist eine Herausforderung. Ja. Es ist ambivalent. Es ist ein großes Glück und große Verantwortung. Bei Ashley ist es ja wahnsinnig interessant. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, wo man dann immer sagt, sie haben den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht, wenn sie den Zeitgeist oder die Zeitströmungen abbilden und wenn sie dem gerecht werden. Wenn sie sich dem Zeitgeist und den Zeitströmungen wirklich perfekt angenähert haben. Bei Ashley ist es genau andersrum. Da hat sich der Zeitgeist irgendwann ihr angenähert, weil sie ist immer sich selbst treu geblieben, sie hat immer an ihrer Kunst festgehalten, und jetzt ist das, was sie ihr Leben lang gemacht hat, halt einfach genau richtig für die Zeit, weil die Zeit ihr entgegengekommen ist. Das ist, hat ja noch, noch nicht so lange, dass Sie auch zusammen dann ausstellen. Beeinflusst haben Sie sich gegenseitig immer. Sie sind ja ein Paar, Sie leben zusammen. Natürlich ist da der Einfluss ständig und immer wieder da gewesen. Aber gemeinsam auszustellen, gemeinsam Projekte zu machen, das ist jetzt noch nicht so lange. Es hat eigentlich begonnen in Bregenz mit der Ausstellung im Kunsthaus. Das war die erste große, dann Lyon Biennale. Jetzt dieser Beitrag, jetzt kommt dann als nächstes Palais de Tokyo. Und
es ist eben sehr interessant, und da bietet auch dieser Pavillon von seiner Architektur her den perfekten Rahmen mit der Spiegelung der beiden Räume, dass sie ja beide als eigenständige Position sich selbst wahrnehmen und auch wahrgenommen werden wollen, aber auf der anderen Seite aufeinander eingehen und miteinander interagieren. Ja, wir haben die Architektur des Pavillons so verwendet, dass wir sowohl als Duo als auch als Solo-Position uns hier präsentieren. Und was sich auch dann ergeben hat in dieser Zusammenarbeit, an diese Idee des Spiegelns, dass wir dann im hinteren Raum haben wir die gleiche Wandtapete nur gespiegelt und anders bearbeitet. Und weil es geht uns eben auch um was heißt Identität? Identität ist immer auch die Frage nach der, was ist für eine Dynamik zwischen dem Ich und dem Wir oder dem Ich und dem Du. Und wie wichtig das ist, besonders heutzutage, dass man das Wir, dass man ein Wir schätzt und praktiziert. Das ist eine fantastische Kollaboration, wo gleichzeitig jede individuell also seine eigene Position zeigen, aber trotzdem sehr fließend. Ja, es gibt so viele Dialoge und es ist sehr harmonisch. Ja. Das heißt, du hast zwei sehr eigenständige Positionen, Ashley, die von der Malerei kommt, Jakob Lena Knebel, die mehr vom Design und von der Skulptur kommt. Aber sie nehmen dann aufeinander Bezug. Du findest es einerseits in den einzelnen Werken, wo Bezug genommen wird aufeinander, aber auf der anderen Seite natürlich auch in dem übergreifenden gemeinsamen Gedanken, diese hybride Weltordnung, die wir uns in irgendeiner Weise in den letzten 20, 30, 40 Jahren unter den merkwürdigsten Umständen zusammen konglomeriert haben, dass sie die in ihrer Kunst übersetzen. Sie nehmen ja deswegen auch Bezug auf die 70er Jahre, überall die Anklänge auf die 70er Jahre, weil ihre These ist, in den 70er Jahren hat im Prinzip so viel begonnen, was das heute und das jetzt immer noch beeinflusst und prägt. Das Gute wie das Schlechte. Und beides siehst du drinnen. Also da muss ich sagen, derzeit sind wir verbunden oder setzen wir uns mit der Ästhetik dieser Dekade auseinander. Das wird sich auch wieder transformieren. Was uns momentan daran interessiert, dass diese Dekade Dinge entwickelt hat, Phänomene, die so einen starken Einfluss auf unser Jetzt haben. Das sind die Bürgerrechtsbewegungen, das ist der Personal Computer, Psychotherapie-Boom, Spiritualität, es ist DIY-Kultur entstanden damals und ging am Ende der Dekade der Neoliberalismus durch Thatcher und Reagan oder die Erdölkrise ganz aktuell wieder. Also es ist immer mit Humor und in eine sehr schöne Art. Das ist eine ganz wichtige Methode, eine ganz wichtige Funktion hat Humor. Humor ist aber in der Kunst manchmal nicht so willkommen, weil es in Verbindung gebracht wird mit, da arbeitet jemand nicht ernsthaft. Und das finden wir schade. Also ich finde ja auch Comedian ist unglaublich, was die leisten, vor einem Publikum, das Publikum zum Lachen zu bringen. Das ist wirklich ein Tanz auf dem Eis und das ist sehr inspirierend. Ich glaube, das ist bei jedem Künstler, Künstlerin so. Nur machen wir das sehr bewusst. Weil man kann sich ja nicht von dem trennen, was man tut. Aber wir nehmen das jetzt bewusst auf und inszenieren uns als ein Gesamtkunstwerk. Und das Leben als Kunstwerk zu sehen. Also ich habe eigentlich immer wieder in meinem Leben, manchmal mehr, manchmal weniger, aber auch mein Leben als Kunstwerk gesehen. Also das, was ich
erforsche im Leben mit meiner Identität als Kunstwerk zu sehen. Und das ist immer faszinierend, also was jeder eigentlich nicht nur zeigt, aber wie man als Person sie mit dem ganzen Leben sie auseinandersetzt. Und ich finde, die Jakob, sie hat ganz eine starke Position, was sie vertritt und auch wie sie lebt und was sie glaubt. Und da kann sie sehr gut vermitteln. Dieses Label Queer wird dann gar nicht so genommen, weil es irgendwie praktisch ist und weil wir halt auch dann in der Rezeption gerne zu solchen blöden Vereinfachungen neigen. Aber de facto ist es natürlich, was wir hier im Pavillon haben, was wir hier in der Kunst von den beiden sehen, ist es ja auch viel, viel mehr. Es ist ein Kosmos, ein künstlerischer Kosmos, der die Verflechtungen der Machtstrukturen in jeder Dimension, in jeder Spielart sichtbar macht, aufzeigt, sich damit beschäftigt. Queer ist ein Aspekt, aber das würde der Breite unserer Arbeit nicht gerecht werden. Es ist ein wichtiger Aspekt, aber bei der Ashley kann man wunderbar über Malerei sprechen, Malerei sehen oder bei mir Auseinandersetzung zum Beispiel mit Skulptur. Weil sie eben queere Künstlerinnen sind, können sie diese Verflechtungen so wahnsinnig gut durchdringen und sichtbar machen. Aber sie sind jetzt nicht Künstlerinnen, die halt quasi einfach queere Kunst machen, sondern das ist ihr Fundament, mit dem sie unsere Welt sehen und sie unsere Welt uns zeigen. Ja, ich finde, jede Kunst ist politisch, ja, auf jeden Fall. Und ja, klar, also es geht um eine Proposal, es ist eine Einladung. Und diese Einladung beinhaltet auch eine politische Umdenken, ja, allgemein. Ja. Also wir arbeiten mit Ästhetik, mit Begehren. Wir sprechen Einladungen aus zu herausfordernden Themen. Die Kunst hat in der Gesellschaft eine ganz wichtige Funktion. Zum einen die Kunst der Zeit macht immer eine Aussage über die Zeit, die noch einmal auf einer anderen Ebene erfahrbar zu machen. Sinnlich, aber nicht nur sinnlich, sie hat natürlich auch eine kritische Position, kann sie haben, muss sie nicht. Und sie fordert heraus, sie stellt Fragen. Und besonders in unserer Zeit, wo wir uns finden in einem Wirtschaftssystem, das sehr stark auf Ästhetik aufgebaut ist. Also nicht nur Wirtschaftssystem, sondern auch politische Systeme, die ganz stark über Ästhetik Menschen verführen, auch ideologisch verführen. Und da brauchen wir auch eine ästhetische Bildung und eine ästhetische, ja, einen Spielraum, wo man was ausprobieren kann mit ihrer Kreativität. You saw the Austrian Pavilion, you saw the position of Shire and Knebel. Would an exhibition like this be possible in Russia? I think not, because everything which is connected with sexuality, with gender problems, is forbidden. So. Would it have been possible 20 years ago? Of course. Sure. It's no problem at all. But generally... Even I think 5 years ago. Generally in the world, it's possible to say that it's the last border. Your personal freedom, your body, and your proclaiming of, you know, what you want and who you are. Is it difficult to make art in Russia now? Put it that way. I'm sure it's very difficult, of course, because it is the official, past official, it's not in constitution, but it is the censorship, and it is more and more during the war,
And of course, it's a lot of self-censorship. So the people started to... Bordering themselves. To be afraid of... You have been exhibited here in Venice, at the Not this time. Not this time, but before, yes. Before, yes. Yeah. And, starting from 2007, when we had been in Russian pavilion, which closed now. Yeah, that's my question. Now the Russian pavilion is closed. What's about Russian culture? Never closed. Never closed. Never. But you left Russia now. Yes. Yeah. Why? Not now. We left Russia almost 2 years ago. Okay. Because, you know, it's possible to say, you know, atmosphere pressure in Russia much more heavy. It became more and more tough for, in the political sense. For thinking, for talking, for doing something. Where are you living now? In Berlin. We have the studio in Kreuzberg. Genauso spannend wie die Ausstellungen von Cecilia Alemanni im italienischen, ehemaligen italienischen Pavillon hier in Giardini, aber auch im Arsenale, sind die Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern, die Sie in den nationalen Pavillons sehen können. Es sind über 90 Länder hier vertreten, unter anderem erstmals Kasachstan, Namibia, Nepal oder Oman. Die von den Künstlerinnen und Künstlern in den nationalen Pavillons verhandelten Themen reichen vom Ende des Industriezeitalters, dem Niedergang der alten Industrien, etwa im italienischen Pavillon, über die Diskriminierung der Sami im nordischen Pavillon, die Zerstörung ihrer Lebenskultur, bis hin zur Thematisierung des Nichts, etwa im serbischen Pavillon. We are here in the Northern Pavilion, and you work for the Northern Pavilion. Yeah. And so what is the exhibition about? This has actually been transformed into the Sami Pavilion this year. Mm-hmm. So we have three artists here. It is Marit Annesara, which we can see here, her mm-hmm. work. And then we have Paulina Feodorov. And then in the back, we can see Anders Sunna's works. Mm-hmm. So everybody, the work behind, the thought behind it is the struggles that we face in Sápmi and how we are always fighting and never giving up and how we live with nature and how we are always, we are living with nature and with the animals and everything surrounding us, that we are one. Zum ersten Mal wird der nordische Pavillon von Indigenen, von Sami-Künstlern bespielt. Die Werke lenken den Blick auf ein Volk, das um sein Leben kämpft, das um seine Vorstellung zu leben, um die Natur, um seine Lebenswelt kämpft und seit vielen Jahrzehnten diskriminiert und letztlich auch unterdrückt wird. So, everything here is our identity and lifestyle. Your clothes, yeah. Where are these clothes from? This is the Sami traditional clothing, it's called Gakti. Mm-hmm. So it depends on where you are from. So mm-hmm. mine is from Lyngen area, mm-hmm. and Emma's is from Karesuando, which is on the Swedish side of Sápmi. So also your dress is Sami tradition. Do people still wear these clothes? It's actually been used as a everyday clothing, but today we have. It's a special occasion, so we have our most beautiful gaktis on. Mm-hmm. But we also have other like variations of the gakti, which is more suitable for everyday use, for example. Mm-hmm. So when you see the exhibition and the works of the artists, do you think that they really pick up an important issue now for Sami culture? Absolutely. I'm myself from a reindeer herding family, and
I know how big the struggles are mm-hmm. and how important it is to work to highlight our history, our struggles, and the need to protect our land and our rights to continue with the reindeer. Ja, wir stehen hier vor dem amerikanischen Pavillon, ebenfalls ein sehr sehenswerter Pavillon mit Künstlerin, Bildhauerin Simone Lee, die den gesamten Pavillon mit einer Holzkonstruktion umgeben hat, auch mit diesem Strohdach. Und ein Pavillon, der eigentlich erinnert an die Villa von Thomas Jefferson, Monticello. Jefferson, eigentlich ein großer Reformer, der aber selbst noch 400 Sklaven auf seiner Plantage hielt. Und damit sieht man auch sozusagen schon bei Montreux, um was es in der Arbeit von Simone Lee geht, um Race, um Gender, um die Geschichte der Schwarzen, um die Unterdrückung der Schwarzen in den Vereinigten Staaten und natürlich auch um Kritik am neuen Rechtsextremismus, am Rassismus in den Vereinigten Staaten. Empfangen wird man von einer sehr imposanten, 7 Meter hohen Statue, eine Bronzeskulptur, die auf Member-Kopfbedeckungen in Form einer weiblichen Büste basiert und die jeden Besucher natürlich überragt. Simone Lee ist die erste schwarze Künstlerin, die die USA hier auf der Biennale Venedig vertritt und imposant schon das Entree mit ihrer über 7 Meter hohen Bronzeskulptur. Ja, wir stehen hier vor dem brasilianischen Pavillon. Jonatas de Andrade wird hier gezeigt und die Ausstellung heißt Mit dem Herz, das aus dem Mund kommt. Es geht also um Gefühle, es geht um Körper, es geht um Sprache, Redewendungen, die er in Skulpturen, in Fotografien, in Filme band. Ein sehr farbenfroher, eigentlich fröhlicher Pavillon, aber trotzdem ein gescheiter Pavillon und einer, den ich gerne hervorheben würde. Belgien zeigt mit Francis Alice einen internationalen Top-Künstler, der hier mit einer herausragenden Arbeit seinem Ruf gerecht wird. Ein Künstler, der in den großen Ausstellungsinstitutionen dieser Welt bereits gezeigt wurde, vom MoMA bis zur Tate und der auch hier in Ausstellungen auf der Biennale mehrfach präsent war. Alice beschäftigt sich sozusagen kosmopolitisch mit sehr unterschiedlichen Kulturen, aber vor allem auch mit den Grenzen und dem Fortbestand von Alltagskulturen, auch in Krisengebieten. Und hier können Sie Szenen mit Kindern sehen, von Kindern, die in Belgien mit von ihnen selbst bemalten Schnecken, Schneckenrennen veranstalten, über Kinder etwa im Kongo, die sich in Autoreifen begeben und gefährliche Abhänge einer Müllhalde hinunterrollen, bis hin zu Kindern in Hongkong, die auf einem Dach eines Hauses Seilspringen machen. Alle Kinder mit großer Freude am Spiel. Eine wunderbare Ausstellung. Und sollten Sie nach Venedig kommen, versäumen Sie nicht diesen Pavillon. Eindruck der Biennale, vielleicht 2 Pavillons herausgehoben, ja? Belgien mit Alice und Deutschland. Ja, wie ist da der Eindruck? Also Belgien ist ein grandioser Pavillon, also ganz fantastisch. Ja, und der deutsche Pavillon ist eben der deutsche Pavillon. Ich meine, ich sage immer allen Leuten, wenn ihr auf die Biennale in Venedig in diesem Jahr kommt, geht entweder zuerst in den deutschen Pavillon und danach sofort in den österreichischen oder zuerst in den österreichischen und danach in den deutschen.
weil ihr werdet nie mehr irgendwo den Unterschied der Seele und der Mentalität dieser beiden Länder so perfekt auf den Punkt gebracht sehen und wahrnehmen können. Und dabei bewerte ich jetzt überhaupt nicht, was wie gut oder schlecht ist.